Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die Pop- und Rockmusik der sogenannten klassischen wie neuen Musik den Rang abgelaufen hat. Richard Wagners Traum von Bayreuth als Gemeinschaftserlebnis geht heute in jedem Stadion in Erfüllung. Bono und U2 könnten auf der Bühne klanglos rumstehen und einfach ihrem Riesenpublikum das Singen von With or Without You überlassen, während ein Klassikkonzert mit Avantgarde-Stücken oder ohne eher dazu taugt, sich über das Hüsteln des Sitznachbarn pikiert zu zeigen. Jedes Kleinkind summt Yesterday. Let It Be, die Beatles, ist zum säkularen Kirchenlied par excellence avanciert. Bob Dylan hat den Nobelpreis, meines Erachtens mehr als zu Recht. Und mit ihm und anderen Rockmusikern beschäftigen sich mehr Wissenschaftler als selbst mit jenen Schriftstellern, die man zum Kanon erhebt. Doch Romane über den Rock gibt es kaum, weil von Musik zu erzählen dem Versuch gleichkommt, über Architektur zu tanzen. Aber nach Don DeLillos Great Jones Street und dem Boden unter ihren Füßen von Salman Rushdie hat der britische Alleskönner David Mitchell mit Utopia Avenue einen Roman komponiert, der einem Konzeptalbum von Led Zeppelin ähnelt. Jedes Kapitel dreht sich um einen Song der titelgebenden Band, Utopia Avenue. Man muss Utopia Avenue ebenso wenig mögen wie Cashmere von Robert Plant und Jimmy Page. Aber man wird anerkennen, dass es Genies sind, die einen Song von der Offenbarung in der Wüste und diesen Roman hier geschrieben haben. Es ist 1967, die Liverpool Boy Group The Beatles haben sich von öffentlichen Auftritten verabschiedet und lassen im Studio mit ihrem Album Sgt. Pepper die Pop- und Rockmusik erwachsen werden. Der Impresario Levon Frankland stellt die Gestalt von Utopia Avenue, eine Band, zusammen aus vier Musikern, die je ihren eigenen Stil in die Clubs von Soho mitbringen, mit dem Ziel, Songs zu schreiben, die derart unwiderstehlich sind, dass sie sich gleichsam selbst auf den Plattenteller legen. Elf Halloway, Folkmusikerin, Vorbild natürlich, ist Stevie Nicks von Fleetwood Mac. Viele von euch kennen sicher den Song Rhiannon. Jazz-Drummer Peter Griffin, Blues-Bassist Dean Moss und Allround-Gitarrist Jasper De Soot, ein Hendrix, Page und Clapton in Personalunion, der zugleich alle Existenzmiseren der anderen in sich vereint. Für Utopia Avenue hat David Mitchell Prügel einstecken müssen, von Seiten einer Literaturkritik, die nicht einmal den Plot des Romans richtig wiedergeben kann. Also, nein, die Band geht nicht wegen künstlerischen Differenzen auseinander, sondern weil ihr Bassist ums Leben kommt. Und ein weiteres Nein, Utopia Avenue ist nicht die kitsch-simple Geschichte vom Aufstieg und Fall einer David Bowie-esken Spiders from Mars-Rock-Gruppe, sondern schildert, aus welcher Lebensnot heraus Songs und das Rätsel Kunst entstehen, das damit gelöst wäre. Wie die Welt um 1970 herum genau war, wie unsere Free-Your-Mind-Hodenträger der Popkultur noch ihre Heidenangst hatten vor den Schwulen in der eigenen Mitte, ohne auf die Naturrechtsideologie ihrer Väter zurückgreifen zu wollen. Wie die Marxisten des Folk immer humorloser wurden und militant, weshalb sich Bob Dylan bekanntlich daraus auch in sein Like a Rolling Stone absetzte. Wie sich das Elben- und Hobbitfieber verbreitete und man bis zur Reinkarnationstherapie noch das Dümmste an Esoterik gesellschaftsfähig machte, auch den Verschwörungsglauben und den Antisemitismus, der Israel noch heute den Garaus machen will. 1967 hat im Grunde alles begonnen, was zu Beginn nicht aufhören will. Die Counterculture als Dauerempörung, die Ära der Überforderung. Denn man fing damals an, hochabstrakte Ansprüche weniger an sich als an die Welt zu stellen, damit Imperialismus, Krieg und der Kapitalismus auf den Schrottplatz der Geschichte landen mögen. LSD sollte die bislang vom bösen Spießbürgertum verschlossenen Pforten der Wahrnehmung öffnen, Heroin verwandelte Teenager in Zombies, und immer wenn David Mitchell diese Themen zur Hand nimmt und dreht und wendet, geht er ins sinnliche Detail und wir schlagen hart am Boden der Realität auf, der plötzlich schwankt wie ein Schiffsdeck. Inmitten all der Autorinnen und Autoren, die sich in Roman
Versuchsform mit Identity Politics abquälen, ist David Mitchell einer der wenigen, die noch den ersten und letzten Dingen, dem Altern und Sterben, ins Auge sehen können, ohne zu blinzeln. Ganz bewusst altmodisch zeigt gerade er uns in Utopia Avenue wieder einmal, was es wirklich bedeutet, ein Mensch und noch, gerade noch, am Leben zu sein. Wie zerbrechlich wir sind und wie kostbar. Wie es sich eigentlich anfühlt, alkohol- und drogenabhängig oder einsam zu sein, an Liebeskummer zu leiden, betrogen zu werden, ohne Geld dazustehen, buchstäblich obdachlos. Oder entschlossen, ein Außenseiter-Dasein zu fristen, wie der schwule Maler Francis Bacon während einer Sauftour durchs London zu Neujahr. Mitchells Dialoge sind Duelle, die jeden Drehbuchautor erbleichen lassen. Aber noch in der traurigsten Schwere verlässt die Leichtigkeit ihn nie. Seine Empathie ist ausnahmsweise mal echt, seine Trauer bei einem Begräbnis empfunden, sein Glaube an die Menschheit unverwüstlich wie seine Liebe zur Welt, denen er auch dann stilistisch die Treue hält. Jemand nickt, um ein Beispiel zu nennen, als würde er über ein Kant-Zitat nachdenken. Wenn die Band Utopia Avenue vom Flugzeug aus beim Anflug Manhattan bestaunt, macht Mitchell daraus auch sprachlich einen absatzlangen Höhenflug. Ist bei ihm Vollmond, dann klemmt unser Trabant zwischen zwei Wolkenkratzern wie eine steckengebliebene Münze. Und kaum hat eine Frau nach einem Streit mit ihrem Freund die Telefonzelle verlassen, so Mitchell, dreht sich der Hörer an der Schnur wie ein Gehängter am Strick. Wer bringt gegenwärtig sonst noch solche Sätze zu Papier? Don DeLillo? Der schreibt leider nur mehr wenig. Nabokov ist bekanntlich lange schon tot. Charles Dickens, Old King Charles, wie wir ihn nennen, ohnehin. Doch in ihrer Nachfolge steht Mitchell. Mit ihnen misst er sich zurecht. Wenn es das Wichtigste im Leben wäre, die Erde in einen schöneren, besseren und bedeutsameren Ort zu verwandeln, als sie es war, da man geboren wurde, hat er bereits mit dem Wolkenatlas das Höchste erreicht. Und Utopia Avenue ist ein weiterer Weltteil seines Universums, an dem er Tolkien und Ursula Le Guin-Fan seit seinem Debüt Ghostwritten baut. Wenn der Rotzknirps und künftige Großschriftsteller Crispin Hershey allen auf die Nerven geht, ein Song der Band, vom berühmtesten Musikstück der Gegenwartsliteratur, The Cloud Atlas Sextet, inspiriert wird, wenn sich Alf Holloway in die Jungjournalistin Louisa Ray verliebt und Jasper the Suit, das reimt sich übrigens auf Blutsuit, unter einer angeblichen Psychose leidet, bei der ein finsterer Unsterblichkeitsjunkie aus dem Japan um 1800 seinen Körper übernehmen möchte, dann greift Utopia Avenue auf Mitchells Meisterstücke Wolkenatlas, Slate House, die Knochenuhren und die tausend Herbste des Jacob de Soud zurück. Denn hinter den Fassaden des Alltags tobt ein Krieg in Mitchellverse zwischen den Horologen und den Anchoriten. Dass Mitchell es wagt, unserer religiös unmusikalischen Epoche mit ihrem ordinären, natürlich gibt es keinen Gott, als Statussymbol eine Metaphysik anzuerfinden, macht ihn zu einem der aufregendsten Schriftsteller überhaupt. Nabokov hätte ihn geliebt. Ein größeres Kompliment fällt mir gerade nicht ein. Also lest bitte diesen Roman, weil er unterhält, weil es an Spannung mit jedem Streaming-Serie aufnehmen kann, ohne ihnen, ohne euch, ein halbwegs persönliches Ende zu verweigern, weil er euch klüger, weil er euch neugieriger, ein wenig weinen machen wird und oft lachen. Aber vor allem eines, glücklich und gelassen.